Herzlich willkommen zur Finanzmarktrunde an diesem denkwürdigen 31. August. Und ich begrüße Franz-Georg, dich und einen Überraschungsgast, der von seinen Trading-Erlebnissen heute berichten darf, beziehungsweise von seinen Freunden. Also erstmal, Franz-Georg, herzlich willkommen nach Bergen-Enkheim. Danke, danke. Und in das Frankfurter Westend, herzlich willkommen dem lieben Freund unserer Finanzmarktrunde, Andreas. Du warst schon mal zu Gast in dem alten Format, bist eigentlich Radsport-Experte, aber auch Experte für Trading mit Bankaktien sozusagen und Rookie. Wir laden manchmal auch Rookies ein und so einer bist du. Moin. Ja, hallo, guten Abend. Ja, dich haben wir spontan dazu genommen, denn ich muss dich nur bitten, in dem Moment, wo du nicht redest, dich stumm zu schalten, sonst gibt es so eine kleine Rückkopplung. Denn heute ist Deutsche Banktag und das hat einen Grund. Ich bin heute früh aufgewacht und habe die Nachrichten gelesen und kam auf Bild.de und das Erste, was ich sehe hier, ist fusionieren Deutsche Bank und Commerzbank. Und bevor ich den Bericht gelesen hatte, wusste ich, das kann eigentlich nur eine Meldung sein, hier 200 Meter Luftlinie weg, von meinem lieben, lieben Kollegen Tim Bartz, mit dem ich heute Abend zum Pubquiz gehe. Und wenn irgendwas in Frankfurt rausgehauen wird zur Deutschen Bank, dann weiß man eigentlich wieder, okay, Bartz und Co. haben beim Manager-Magazin, ich will nicht sagen Langeweile gehabt, aber sich erinnert, dass sie eigentlich von der FTD kommen und haben einfach mal einen rausgehauen. Das ist alte FTD-Schule. Manager-Magazin ist primär in der Hand von Steffen Glusmann, ehemaliger FTD-Chefredakteur, und in den alten FTD-Redaktionskonferenzen ging es eigentlich so, haben wir irgendwas? Ja, wir haben irgendwas. Machen wir es groß? Ja, wir machen es groß. Machen wir es sehr groß? Ja, wir machen es sehr groß. Wie sowas geht, sehen wir hier. Die Überschrift auf der Startseite, Deutsche Bank denkt über die Commerzbank nach. Wie mache ich das dann sanfter? Ich fasse es danach in der Überschrift schon wieder ein bisschen weniger hart und sage, Vorsicht, denkt über die Commerzbank nach. Und dann hat Tim es tatsächlich wieder geschafft, in seinem Text hier die These im zweiten Absatz schon wieder einzusammeln und viel heiße Luft um nichts. Aber, Andi, du hast dich gefreut, weil die Bankaktien waren heute richtig stark. Wie fühlt sich das für dich an als Rookie, wenn du auf eine Meldung, für die du gar nichts kannst, schöne Gewinne einfährst? Wie fühlt sich das als Trader an? Naja, gut, ich sag mal, erstmal war es ja so mit der, ich hatte eine kleine Vogelschicht gehabt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir uns beide überlegt hatten oder du mir sagtest, naja, es ist ja irgendwie die Deutsche Bank so geprügelt worden und jetzt machen wir da mal irgendwie, da gibt es einen schönen Inliner und so. Und dann sagt man, naja gut, Inliner, Knockout nach unten 11 Euro, nach oben 19. Ja, und dann wurde weiter auf die eingeprügelt und weiter und weiter. Und dann dachte ich mir bei, komm, Inliner behalten wir die Nerven. Dann bei 11,10 Euro dachte ich mir, naja gut, ist ja nur Geld, ich habe ja noch meine Gesundheit. Tatsächlich dreht das Ding dann. Und aber ich meine, gut, das wurde ja, ich meine, du hast dann ja nachher auch noch gesagt, hast ja auch nochmal probiert, aber mit einem anderen Produkt, Deutsche Bank, was da eingezügelt wurde. Und jetzt natürlich die letzte Zeit, muss ich natürlich sagen, ganz großartig. Also Banken machen wieder Spaß. Ja, heute ganz besonders, aber ich meine, daran erinnere ich mich ja auch an deiner Mallorca-Webinar, Schwein muss man haben, es war halt einfach nur Schwein. Mehr war es natürlich heute einfach nicht. Genau, Schwein spielt nachher noch eine Rolle in unserem Webinar, allerdings dann im Zusammenhang mit Apple. Da kommen wir noch zum Thema Sauerei und Schwein. Aber die alte FTD-Connection hat natürlich den ganzen Tag über rotiert. Kollege, darf ich jetzt seinen Namen nennen? Okay, ein Kollege, der früher Das Kapital in der FTD geschrieben hat, da gab es nur zwei, die das geschrieben haben, der arbeitet mittlerweile bei dem Bankhaus, das man hier im Hintergrund sehen kann. Und der schrieb dann so um 14 Uhr, so schnell ist ein Scoop erledigt. Andi, mach dich mal bitte stumm, weil das krisselt so irgendwie. Ja, so ist es dann auch. Bei Bloomberg lief dann heute Nachmittag schon das, was John Cryan heute beim Bankentag in Frankfurt gesagt hat. Heute Abend trifft sich übrigens der Bankenverband. Ich hatte überlegt, da hinzugehen. Da ist allerdings Anzugpflicht und bei dem Wetter entscheide ich mich dann eben fürs Pubquiz. So viel zur Abendplanung nachher. Aber genau, also John Cryan hat es dann alles wieder eingesammelt und hat eher gesagt, die Deutsche Bank will kleiner werden, so hat er es formuliert, und damit aus dieser Geschichte Luft rausgelassen. Wenn man jetzt, irgendjemand von euch rauscht ganz furchtbar, aber ich kann natürlich hier auch eingreifen und, jetzt geht's besser. Sehr gut, danke.
Und er hat das eingesammelt und gesagt, die Deutsche Bank will eher kleiner werden. Wer jetzt Optimist ist und sagt, ja, vielleicht geht da ja doch was zwischen Deutsche Bank und Commerzbank, der könnte natürlich sagen, der hat das Wort eigentlich benutzt und da kann man schon wieder irgendwas reininterpretieren, aber reininterpretieren bringt dann da auch nicht weiter. Und für mich ist irgendwie Deutsche Bank und Commerzbank-Funktion, das wäre im Moment so ein bisschen, als würden Jenny Elvers und Gunter Gabriel heiraten. Ja, kann man machen. Oder wahlweise zu ersetzen durch Jenny Elvers und Ronald Schill. Ja, kann man machen. Haben aber beide schon ihre beste Zeit hinter sich und vielleicht auch noch ein paar Probleme. Vielleicht ist, was bei denen die Drogen sind, sind bei Commerzbank und Deutsche Bank der Hebel sozusagen auf das Eigenkapital, was ja nicht ganz problemlos wäre, wenn Deutsche Bank und Commerzbank zusammengehen, denn die Deutsche Bank hat ja bekanntlich, Stichwort Postbank, ein kleines Eigenkapitalproblemchen. Franz-Georg, um die Deutsche Bank rund zu machen, möchtest du, bevor wir zu Punkt 2 kommen und einem Punkt, auf dem ich auch Zuhörerinnen aufmerksam gemacht haben, möchtest du mal die Deutsche Bank und die Commerzbank kurz aufrufen und uns sagen, warum das trotzdem alles ganz toll ist und warum die Banken jetzt so gut laufen, technisch gesehen? Bist du überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe mir gerade wieder meine Stimmschaltung aufgehoben. Pass mal auf, so, jetzt muss ich mir noch den Bildschirm mal eben krallen. Also, fangen wir mal mit dem großen Gesamtbild an. Und Moment, Bildschirm rüberholen. Jawohl. Jetzt sollte das technisch klappen, zack. Ich erinnere, vor einer Woche war es, glaube ich, gewesen, haben wir uns den amerikanischen Bankenindex angeschaut. Und da hatte ich ja schon gesagt, Achtung Leute, aufgepasst hier, Abwärtstrend sind wir schon dran gelaufen, beziehungsweise drüber gesprungen. Seitwärtsgeschichte hier auch nach oben hin aufgelöst. Sie sehen, die vergangenen 5 Tage liefen exzellent in Amerika bei den Banken. Und da kann man jetzt natürlich viel reininterpretieren, woran liegt die ganze Geschichte eigentlich. Es wird so ein bisschen gemunkelt eben, dass es einige Börsengänge geben wird, gerade im Technologiesegment im Herbst in den USA. Da könnten auch ein paar Milliarden Börsengänge mit dabei sein. Da spült natürlich schon mal ein bisschen Geld rein. Stichwort 2 ist einfach diese ganze Zinserhöhungsfantasie, die immer mehr jetzt eingepreist wird. Gerade an den Terminmärkten sieht man das deutlich. Davon würden natürlich auch die Banken profitieren, denn es bleibt dann ein bisschen mehr unterm Strich mal übrig. Das alles zusammen führt dazu, dass man hier jetzt doch einen ganz guten Aufwärtstrend, also so einen Aufwärtsimpuls sieht. Wir haben jetzt hier ein schönes Signal der Stärke bei den amerikanischen Bankaktien. Und das springt natürlich auch mal so ein bisschen rüber jetzt für die auf den europäischen Bankensektor. Auch den Chart haben wir uns ja in den vergangenen Wochen ganz oft angesehen. Ich habe es Ihnen gezeigt, worauf muss man einfach achten. Hier unten eine fast lehrbuchmäßige, schöne Bodenbildungsbewegung, die wir hier gesehen haben bei der Deutschen Bank. 13,50 Euro sind wir heute in der Spitze ganz knapp dran gescheitert, noch nicht drüber gestiegen. Liegt auch so ein bisschen daran, dass wir natürlich in den letzten 2-3 Tagen schon ganz gut hier was geliefert haben. Also die Deutsche Bank kurzfristig gesehen ein bisschen heiß gelaufen. Aber wenn das jetzt hier rausgenommen wird über die 13,50, dann auf keinen Fall die Stücke aus der Hand geben, sondern sagen, das könnte hier noch richtig interessant werden, denn dann kommt als nächstes der kleine Abwärtstrend hier rein, 13,90, und dann haben wir auch schon bald wieder hier die 200-Tage-Linie im Spiel, 15,70, 16 Euro wären dann so die nächsten Zielmarken nach oben. Das entspricht auch so ungefähr, wenn ich das jetzt mal ganz schnell noch machen darf, der Höhe dieser Umkehrbewegung hier unten. Da misst man einfach die Höhe dieser Bewegung, projiziert das Ganze an den Ausbruchspunkten, dann kommt man ungefähr in den Bereich der 200-Tage-Linie rein. Und langjährige Deutsche Bank-Aktionäre müssen da schon ein bisschen länger zurückschauen. Deutsche Bank, 200-Tage-Linie. Ich nicht. Freiwillig. Mal, okay. Ende Oktober 2015, kleiner Unterschied, da kostete die Aktie noch 28 Euro. Im Augenblick 13 Euro, also ein absoluter Schnapper an der Börse. Wie gesagt, Umkehrbildung läuft hier unten, nahezu abgeschlossen, noch nicht ganz final, aber das sieht ganz gut aus. Commerzbank hatte ich euch ja auch vorgestellt, gefiel mir etwas besser vor einer Woche, kann man gerne nachschauen, und Commerzbank hat auch etwas mehr schon geliefert, denn wenn man sich das Ding anschaut, hier unten auch wieder die gleiche Geschichte mit der Bodenbildung, aber heute der Anstieg, ganz interessant übrigens hier, das Volumen sprang heute auch extrem stark an, also da sind auch wohl ein paar größere Jungs reingegangen. Die Commerzbank hat hier aber schon dieses Ausbruchsniveau sehr schön genommen bei 6,30 und auch den Abwärtstrend. Also auch hier wieder die gleiche Geschichte, Potenzial nach unten, sofern das ganze Umfeld stimmt, Projektion nach oben dieser Höhe, kommen wir auch zur 200-Tage-Linie, 7,50 Euro. Also Bankaktien für mich jetzt auf Sicht von einigen Tagen, Wochen auf jeden Fall der Play, den man mal spielen sollte. Übrigens,
wo wir schon bei Deutsche Bank und Prognosefähigkeit sind, möchte ich noch zwei Sachen hinzufügen. A, was bei der Deutschen Bank natürlich noch passieren könnte, das sehen wir in den letzten Tagen bei Wirecard, denn viele bei der Deutschen liegen natürlich auf der Short-Seite. Wir hatten ja vor ein paar Wochen, und war das nicht genau am Tief, die ganzen Spekulationen, wer da alles gesagt hat, ich gehe Short Deutsche Bank. Ich glaube, Soros war auch dabei. Der hat ja auch gesagt, er packt 1 Milliarde seines Geldes in einen Short auf dem US-Markt. Das ist übrigens noch ein Nachtrag zum vorletzten Mal. 1 Milliarde Short bei Soros bedeutet ungefähr 4% seines gesamten Anlagevolumens. Das hat Dirk Müller sehr schön gesagt. Heute ist nicht mehr als eine Mini-Absicherungsposition. Hätte der Mann auch nur annähernd Eier, würde er nicht eine, sondern 10 Milliarden reinpacken. Dann könnte man sagen, er ist wirklich Short US-Aktien. So ist das nur eine Medienstory und sonst gar nichts. Aber zur Deutschen Bank noch. Also da könnte sich auch noch was tun, wenn da Shorties eindecken müssen. Sprich, für diejenigen, die jetzt das erste Mal im Webinar sind, Investoren, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und danach natürlich, wenn der Kurs steigt, sozusagen ihre Aktien, die sie verliehen hatten, wieder zurücknehmen müssen und zu höheren Kursen eindecken müssen. Und final noch, wo wir beim Kollegen Barz waren, und dann nehme ich mir mal den Bildschirm nochmal und will nochmal seine Manager-Magazin-Geschichte aufgreifen. Das ist der Kollege Barz. Da muss man auch wissen, der kommt eigentlich aus Hamburg und der hat die letzten 2 Jahre mir, glaube ich, alle 3 Wochen prognostiziert, dass der HSV in der 2. Liga landet und da Geld drauf gesetzt, glaube ich sogar, und war sehr überzeugt, also so viel zur Prognosefähigkeit von Tim, aber trotzdem war das natürlich ein ganz, ganz netter Scoop heute. Ja, Franz Georg, was möchtest du als Kollege sagen? Wobei das natürlich ein super Hedge ist, ne? Also du kannst natürlich, wenn die absteigen, verdienst du entweder über dein Konto ein bisschen Geld, bleiben sie drin, freust du dich, dass dein Verein in der 1. Liga ist, also sowas habe ich mit Köln auch schon mal gemacht, leider. Ich glaube, du kennst das von Kaiserslautern auch, ne? Da kann man was? Mit Kaiserslautern, da war doch auch mal sowas. Ne? Das kann man auch sehr gut hatchen. Okay, ja, anderes Thema. Kann man sehr gut hatchen. Ich hab seit heute ein wunderbares Bild, wo so ein roter Teufel die HSV-Arena frisst. Auch das ist sehr tröstlich, ein wenig. Denn der HSV ist ja noch in der 1. Liga, obwohl er es überhaupt nicht verdient hat, Tim. Ja, dann schließen wir doch die Deutsche Bank damit so ein wenig ab. Und übrigens gestern, wo wir bei Deutsche Bank sind, das will ich noch hinzufügen, gestern Abend war ich am Main zum kleinen Kaltgetränk abends und da war jemand dabei von der Deutschen Bank, der einen Tag später zurückgekommen war aus dem Immobilienmanagement. Mit dem habe ich zum einen ein bisschen über Immobilien geplaudert, zum anderen war das aber sehr spannend. Der Nutzwert heute kommt etwas später. Der war vorgestern zurückgekehrt aus Nordkorea, extrem spannend, und ist da hingeflogen ab Peking mit diesem ominösen Flugzeug, mit dieser Tupolev, dieser alten. Und da waren mit dieser Airline, die gewählt wurde zur schlechtesten Airline der Welt, ich glaube 10-mal nacheinander, hat auch diesen ominösen Burger bekommen, den man da kriegt. Und erzählte, wie das so war in Nordkorea, wie man da abgeholt wird, dass alles kontrolliert wird beim Empfang. Er ist da 10 Tage durchs Land gereist, natürlich immer in Begleitung. Super spannende Bilder. Wenn das gewünscht ist, kann ich beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Dann habe ich auch noch vielleicht das eine oder andere Bild, das ich mal zeigen kann. Das war richtig, richtig interessant. Und ja, als Deutschbanker meinte, das war, ja, Nordkorea ist so ein bisschen unten bei den Ländern. Da kennt er sich ja dann sozusagen aus als Deutschbanker. Wir wollen nicht nur deutsche Bankbashing machen, Franz-Georg, wir haben ja gelernt, sie kommt wieder und Andi freut sich ja auch, dass sie wiederkommt und verdient sogar Geld damit. Und man kann ja auch in der jetzt neuen Oberfläche bei Ayondo die Deutsche Bank mal ein bisschen strategisch long gehen, Koba genauso, und da mal schauen, ob was drin ist. So, jetzt packe ich mal ganz kurz meinen Zettel beiseite, beziehungsweise geh mal in die Präsi rein, denn die ist ja nicht ganz unwichtig heute. So, und da mal, oh, ist jemand von euch vom Stuhl gefallen oder ist da ein Flug? John Prine was very clear. He says, oh, he's not going to bank. Das war ich. Zack. So, jetzt sehr schön, mit einem Blumen dazwischen gehabt. Kann man auch mal machen. Nein, kommen wir mal zur Finanzmarktrunde, und zwar zur Präsentation hier, die ich mal auf diese Größe ziehen will. Das ein Live-Bild von gestern, auch kann jeder entscheiden, ist das Deutschland gibt sich auf Stand-up-Paddling vor der EZB oder gucken die jetzt schon da beim
bei den Aktivitäten auf dem Main, was Mario Draghi da drüben macht. Oder war vielleicht Draghi selbst auf dem Stand-Up-Panel? Ich weiß es nicht, konnte ich nicht genau erkennen. Allerdings sind 5 Leute reingefallen und zwar nacheinander. Das sah ganz witzig aus, wie Dominosteine auf dem Board. Hat für gute Lacher gesorgt gestern. Kann so. Ich mal neben spielen gehen bei Mario? Soll ich mal kurz rübergehen? Bin in 10 Minuten wieder da. Ah, ja, das muss man sagen. Der Kollege hier dabei, der mit der Deutschen Bank gerade Geld verdient. Andreas, du wohnst wie weit von Draghi weg? 50 Meter? Ungefähr, ja, ne? Ungefähr, ja, ungefähr. Dann geh doch mal klingeln und frag ihn bitte, ob er kurz das Webinar einschalten kann. denn das wäre mal ganz, interessant. Ich habe nämlich gleich eine These und da könnte man ihn eigentlich zu hören und die bezieht sich auf Japan. Da muss ich allerdings. Er verteilt immer Geld hier in der Straße, deswegen ist die Feldbergstraße auch so beliebt, aber das darf ich eigentlich nicht verraten, aber naja. Ach so, echt, erzähl mal, das, also der läuft da rum und... man muss schon vorbeifahren, also die Mühe muss man sich schon machen, ja, und ein paar Leute wissen das und dann ist das einfach so, man geht einfach hin und wenn er Geld loswerden will, um hier so ein bisschen die Inflation anzukurbeln in der Straße, ja. Ach so, okay. Genau, genauso wie es halt in Dubai, so wie es in Geowissenschaften den Begriff des Mikroklimas gibt, ja, so gibt es hier auch dann die Mikrovolkswirtschaft in der Feldbergstraße. Das ist eigentlich eine kleine Verschwörung, aber darf eigentlich keiner wissen, aber es ist sehr Bescheid. Okay, verstehe. Sehr gut. Ja, dann geht doch mal klingeln, weil der könnte nämlich mal Stellung nehmen zu einer Theorie, weil mir hat jemand etwas geschickt in den letzten Tagen. Eine Zuhörerin aus Hamburg und anhand dessen kann man so ein bisschen mal erklären, so die Schmetterlingstheorie im Finanzbereich, was da passieren könnte. Ich will mal ein wenig ausholen. Was man hier sieht, sind sogenannte Mochis. Das sind Klebreiskuchen aus Japan. Und wir haben, Andi, du müsstest dich nochmal stumm machen, sonst haut es mir das Ohr zusammen. Und einfach in der Zeit mal rübergehen. Du kannst auch bei Crying vorbeigehen. Die Deutsche Bank hat ja auch ihr Haus da, wo immer die Deutsche Bankchefs wohnen. Ist er auch bei dir um die Ecke. Einfach mal klingeln. Ja, mache ich mal. Oder einfach mal Danke sagen für heute. Man kann bei 4%, finde ich, auch mal Danke sagen. Das ist wirklich mal, kommt ja nicht so häufig vor. Ja, aber 4% sind ja immer relativ zu dem, was man so halt hat. Also. Ja, wobei prozentual sind immer relativ. Prozentual ist in sich immer relativ, ja, genau. Ja, es kommt ja auf Produkt an, das du hast, und deswegen bin ich 4% relativ. Ach so, okay. Dann will ich mal zu den Mochis kommen, denn das mündet nachher in eine These zur Konjunktur, aber das ist so ein bisschen Flügelschlag-Theorie. Franz Georg, weißt du, was Mochis sind? Ja, ich weiß, aber da gibt es auch so ein paar Geschichten, da kann man sich wunderbar dran erschicken, ne? Da sind nämlich, glaube ich, schon ein paar Leute in Japan dran erstickt an den Dingern. Sag mal, kannst du hell sehen? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Das ist genau die Geschichte, die ich jetzt erzählen wollte. Das haben wir nämlich diskutiert. Ich war am Wochenende in Berlin. Und ja, genau, bin da durch die Stadt gelaufen, habe auch da gleich ein paar Fotos noch, die auch noch zur Deutschen Bank überleiten. Aber da ging es um diese Mochis. Und das sind in der Tat in Japan schon wohl einige Rentner dran erstickt, weil die dieses Zeug nicht so gut vertragen. Und da hatten wir diese These. Wenn in Japan, also wie kann Weltkonjunktur kippen und was kann da passieren? Andi, du musst dich stumm machen, mir hackt das Ohr raus. Was kann da passieren? Und jetzt hat mir die These, Mensch, wenn die ganzen Rentner in Japan jetzt diesen Mochis essen in den nächsten Jahren und jetzt, das klingt ein bisschen hart, aber wenn das passieren würde und die Rentner quasi an diesen Mochis irgendwie ersticken, dann gäbe es in Japan weniger Rentner. Achtung, sehr, sehr sarkastisch. Aber das würde dazu führen, das Rentensystem in Japan weniger belastet durch diese Klebreiskuchen. Dann könnte theoretisch die japanische Notenbank sagen, wir haben jetzt eine komplett andere Demografie, wir brauchen viel weniger Staatsausgaben, so andere kaufen weniger Staatsanleihen. Die Zinsen könnten weniger negativ sein in Japan, steigen. Das wiederum würde den Carry Trade zum Einsturz bringen, weil dann logischerweise der Yen steigen würde. Das Einstürzen des Carry Trades würde wiederum nach Egmont Hyde bei uns, also Carry Trade, verschulden in der einen Währung und investieren in der anderen, wenn man so will, das wiederum würde nach Egmont Hyde natürlich die Börsen zum Einsturz bringen. Das wiederum hätte natürlich auch direkten Einfluss auf alle anderen Assetklassen, vor allem auf den Immobilienmarkt, weil die anderen Notenbanken nachziehen müssten, auch die Zinsen erhöhen. Und dann würden die Immobilienpreise sinken und long story short, das würde dafür sorgen, dass die Begleitung, die mit mir in Berlin war, sich in Hamburg vielleicht günstiger ein Haus bauen oder erwerben könnte, weil dann nämlich auch da die Preise
fallen würden. Also manchmal, Flügelschlagtheorie hängt alles mit allem zusammen. Aber es gibt auch Indikationen, dass durchaus weltweit was passieren könnte. Und zwar, wir haben ein paar Tendenzen, die erinnern doch an 2008, dass sich wirklich vielleicht noch nicht an der Zinsfront was tut, aber in Sachen Häusermarkt und vor allem in Sachen Verschuldung. Denn, gucken wir mal hier drauf, Autokredite, USA, da war doch was. 2008, 2009, wer erinnert sich nicht? Zuerst bekomme ich einen Immobilienkredit und ganz am Ende, gibt man den Leuten, die wirklich überhaupt keine Kohle haben. Wir erinnern uns da auch in Spanien an diejenigen, die Kredite für Hauskauf zu 0% Finanzierung bekommen haben, gibt man denen Geld für Konsum. Und genau das sehen wir im Moment wieder. Sehr interessanter Beitrag in der SZ auch. Ging in den letzten Wochen auch statistisch immer wieder mal rundum. Die Amerikaner in den ganz unteren Einkommensklassen kaufen wieder massiv Autos, weil die Kredite hinterhergeschmissen werden. Und das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Man wird da wieder sorglos. Und das wiederum passt auch zu dem, was jede Woche in unserer Präsentation ja ganz oben ist. Die ist heute so lang geworden, die schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Aber das passt hier zum einen zum VIX, dem Wohler-Index in den USA und auch zum VDAX New. Also die Sorglosigkeit bleibt momentan ganz, ganz unten und das zieht sich durch die Anlageklassen mittlerweile durch. Also Crash-Propheten haben wir das letzte Mal so ein bisschen abgehandelt, aber es mehren sich schon die Zeichen, dass Risiko jetzt nicht unbedingt mehr so wahnsinnig berücksichtigt wird. Also wir sind weit von dem entfernt, was wir 2011 oder 12 hatten, als ja eigentlich diese Themen Kredite an Schuldner schwacher Bonität ein bisschen abgehandelt war, weil man sagte so, wir passen jetzt auf. Davon ist in den USA zumindest nicht mehr so wahnsinnig viel zu spüren. Und wie gesagt, VIX, das Angstbarometer, wo sehr viel Angst eben drinsteckt, wo die Angstprämien drin sind, auf Niedrigstniveau, auch auf mehreren Jahren. Und VDAX New, das Gleiche. Ich meine, wir dümpeln da so um die 20 rum, aber das ist wirklich auf 3-4 Jahresvergleich absolut unten. Klar, es könnte noch auf 15, 16 nach unten gehen, aber wir sind schon ziemlich sorglos unterwegs. Das will ich gerade sagen, wo wir heute den 31. August haben und ja jetzt der Crash-Monat September kommt. Und auch da schauen wir drauf, denn nicht bei uns auf die Seite, sondern bei Ayondo und zwar Social Trading. Danach kommen wir zum nächsten Thema, das wird dann Apple sein. Schauen wir nämlich mal hier auf Real Money und dann gehen wir mal Wohler ein und ich mache es mal groß und da sind wir beim Wohler Strategie Portfolio, das ich begonnen habe exakt am 27. August 2015, also mit 4 Tagen Verspätung. Happy Birthday für unser Portfolio, sind 172 Follower im Moment dran und die Performance auf ein Jahr, ich habe jetzt am Montag nicht geguckt, aber da wird es nicht viel anders gewesen sein, liegt bei 30,46%. Wir waren schon mal bei minimal drüber, 34,8%. Also sind vom Top ein bisschen weg. Die Monate Juli und August waren ein bisschen schwierig, eben weil die Wohler da unten so rumdümpelt. Aber ansonsten, finde ich, wenn überhaupt, zählt eine Betrachtung auf ein Jahr oder am besten sogar noch auf eine längere Zeit. Und ich bin optimistisch, dass das auch in den nächsten Jahren mit der Wohler-Strategie gut funktionieren wird. Jetzt heißt es erstmal darauf warten, dass es vielleicht auch mal wieder ein paar unruhigere Tage gibt. Manchmal kann das ja auch mal ein paar Wochen dauern, die man sich da gedulden muss. Aber hier sieht man es, der Vergleich, das ist der S&P 500, das ist der DAX und das ist Wohler-Strategie. Also ich glaube, wir haben uns da ganz ordentlich geschlagen und können auch mal gucken, einfach mal schauen, DAX auf ein Jahr sind wir jetzt bei plus 5%, sagen wir mal Pi mal Daumen, der S&P plus 10, also DAX hat sogar noch Nachholpotenzial auf ein Jahr und eben hier plus 30. Das so die Kurzfassung des Depots Wohler-Strategie, deswegen heute kurz, weil einfach im Moment nicht so wahnsinnig viel passiert. Wir warten da auf die nächsten Gelegenheiten und wer in die Transaktionshistorie guckt, wird auch sehen, dass die letzte Transaktion schon ein bisschen her ist. Genau, nämlich im August bisher keine, aber das ist ja auch kein Problem, denn es kommen wieder Zeiten, da werden wir bestimmt wieder einige Transaktionen machen und dann auch in kurzer Zeit sozusagen. Ich habe eine Frage. Hau rein.
Nee, der brennt, denke ich mal, vielen anderen da draußen auch unter den Nägeln. Lass mal da den VDAX New drauf. Der VDAX New ist ja, sagen wir mal, Pi mal Daumen, Mitte Juli auf 20 gefallen. Und jetzt kann man ja so sagen, naja, war in einem Niveau von 20, wenn du dir anguckst, hier im November, im März, im Mai war es immer eigentlich perfekt gewesen, von 20 auf die Short-Seite zu gehen, auf den Anstieg der Wohler zu setzen und somit eben dann fallende Aktienmärkte. Der DAX war Mitte Juli mit Pi mal Daumen bei 10.200 Punkten an der 200-Tage-Linie. Jetzt mal so eine Frage, warum bist du an dem Punkt nicht einfach aggressiv auf die Short-Seite gewechselt? Zwei Gründe. Zum einen hatte ich wirklich ein bisschen Bauchgefühl, dass ich dachte, wir könnten vielleicht jetzt in so eine neue Sphäre eintauchen, was ja dann auch passiert ist, dass eben die 20 doch nicht absolut unten war. Ich kann nicht sagen, warum dieses Bauchgefühl so war, aber irgendwie kam das so. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, ich bin ja aus den Long-Positionen da auch raus, auch einen Tick zu früh. Also das war auch längst nicht perfekt, was da gelaufen ist, aber wenn man so ein System hat und darauf guckt, dann ist ja immer die Frage, stelle ich erstmal die Position auf steigende Kurse glatt oder drehe ich gleich komplett? Und ich hatte mich eben entschieden, jetzt nicht aggressiv short zu gehen, einfach auch Tick Bauchgefühl, da kommen ja immer noch ein paar andere Sachen auch dazu, neben der Wohler, wo man sagt, passt das jetzt so richtig oder passt das nicht? Ich achte zum Beispiel sehr stark darauf, und das habe ich gestern auch zu Benji gesagt, wir hatten gestern einen Tag, die US-Börsen waren gestern nachmittags schwach und der DAX war aber ziemlich stark. Und das sind eigentlich so Tage, an denen ich denke, boah, der DAX will nicht so richtig nach unten. Und dann hatten wir aber letzte Woche einen Tag, da waren die US-Märkte stark, aber der DAX noch ein bisschen im Minus. Das ist für mich so ein Anzeichen, okay, kaum noch Luft nach oben, wenn die US-Märkte laufen und aber der DAX nicht läuft, dann ist die Luft erstmal raus. Aber wenn das umgekehrt ist, dann tue ich mir das schwer und diese Anzeichen gab es noch ein bisschen. Und jetzt bin ich einfach sehr gespannt, wie sich das im September entwickelt. Im Moment, man hört auch irgendwie nicht so richtig, was den Markt belasten könnte. Aber das haben wir im Juli 2015 ja auch gesehen. Das kann manchmal aus heiterem Himmel kommen, aber es dauert eben manchmal und dieses Dauern kann ja auch darin münden, dass es dann eben noch 5, 6, 700 Punkte höher geht. Ihr Charttechniker habt ja auch ein bisschen das Problem gehabt, dass ich eigentlich gelesen habe bei allen, naja, 10,2, 10,3 ist jetzt aber wirklich mal gut und Deckel drauf und auf einmal geht der Markt Richtung 10,8, 10,9 und dann fielen einige um und sagten, ja, jetzt aber 11,5 und in dem Moment drehte es dann wieder. Deswegen, ich finde, schwierige Phase im Moment, aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm, weil ich glaube, auch im letzten Jahresdrittel wird es wieder ein paar Tage geben, wo man sich eindecken kann und dann will ich einfach da sein, ja. Und ich habe es gestern auch zu Benji gesagt, wenn es im September jetzt irgendeinen Auslöser gibt, warum der Markt nochmal korrigieren könnte, dann schließe ich auch nicht aus, dass wir nochmal eine 9 davor sehen. Also 600 Punkte, das wissen wir auch, an 3, 4 Tagen können die abgearbeitet sein, wenn der Markt wirklich mal nach unten will. Aber das ist eben die Frage, ob er das dann will und was passieren könnte. Es kann ja auch passieren, dass übermorgen die Arbeitsmarktzahlen mal überraschend richtig stark ausfallen und irgendwelche Verrückten dann wirklich spekulieren, dass wir im September eine Zinserhöhung sehen, gehen 2 Wochen nach unten, dann macht Yellen das, was ihm immer macht und sagt, alles kann, nichts muss. Der Spruch geht eigentlich noch weiter, aber das kann man jetzt nicht zitieren. Der stammt nämlich vom Kollegen, der gerade stumm in der Leitung ist. Aber ja, dass sie das wieder sagt und sie wieder rumeiert und dann doch wieder nichts macht, aber es zuvor dann eben so einen kleinen Ausverkauf gibt, würde ich gar nicht mal für ausgeschlossen halten. Ich finde übrigens diese Prozentreiterei finde ich immer sowas von unfassbar albern. Ich muss mal ganz kurz mein Mailsystem hier schließen. Das geht ja so nicht anders, da dauernd die Mails reinkommen. So. Und dann gibt es auch wieder Bildschirm. Das passiert, was Yellen immer macht. Sie sagt, sie erhöht die Zinsen nicht, aber immer diese Prozentreiterei am letzte Woche nach dieser Rede dann auch, ja, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit von 40% auf 45%, das war, glaube ich, PIMCO und andere Volkswirte kommen dann, wir erhöhen von 40% auf 55%, wo ich immer denke, so Leute, entweder sagt ja oder sagt nein, was soll denn das, das ist doch Kindergarten, da muss ich auch Egmont wirklich recht geben, der seit 3 Jahren sagt, die US-Notenbank erhöht die Zinsen sowieso nicht, hört doch mal auf rumzulabern, es passiert eh nichts. Seit 3 Jahren beschäftigt sich der Markt mit nichts anderem gefühlt, als mit Spekulationen über Zinserhöhungen. Seit 3 Jahren haben wir es geschafft, eine einzige Zinserhöhung hinzukriegen.
Es ist so lächerlich, was diese Volkswirte da von sich geben, immer mit diesen Spekulationen von Quartal zu Quartal. Eigentlich müsste man da eine Satire-Show machen und rein mal alle Äußerungen dieser Volkswirte seit von mir aus 2011 aneinander und dann lese ich das einfach mal eine halbe Stunde runter. Das ist wirklich so peinlich. Also die sollten in der Zeit sich, keine Ahnung, mit dem Automobilmarkt in Venezuela beschäftigen, hätten sie Besseres zu tun, da könnten sie wirklich valide Aussagen treffen. Mann. So, und jetzt, Herr Renner. Ja, aber auch, warte nochmal, kurzer Zusatz, was man ja auch, du hattest ja gerade gesagt, Wahrscheinlichkeiten, die da von den Analysten mal rumgereicht werden. Es gibt auch diese anderen Wahrscheinlichkeiten, kennt ja auch jeder von euch, diese Federal Funds Futures, die ja auch immer wieder über den Terminmarkt dann da angegeben wird. Ja, jetzt steigt die Wahrscheinlichkeit auf 35-37%, das wird ja auch immer wieder in einigen Berichten hoch und runter gejubelt. Das ist auch ein extrem volatiles Barometer, muss man ganz klar sagen. Wenn Sie sich da mal anschauen, die verschiedenen Daten, wenn die rauskommen, Konjunkturdaten, Brexit, dann rauscht dieser Indikator die Wahrscheinlichkeit mal eben auf 0%. Dann kommt ein starker Arbeitsmarktbericht, dann sind wir bei 20%. Das taugt auch nicht wirklich. Also da kann man mal drauf schauen, wenn man irgendwie ein paar Zeilen noch zu schreiben hat, sage ich jetzt mal so als Journalist. Genau. Aber danach jetzt seine Strategie ausrichten, seid da bitte vorsichtig, Finger weg von solchen Sachen. Genau, ihr könnt auch gerne mal in die Fragebox einfach eintragen, Zinserhöhung, ich frage mal rein, da kann jeder mal eine Zahl reintippen, wie viele Zinserhöhungen wird es geben bis Ende 2017? Einfach mal eine Zahl reinschreiben, dann habe ich mal ein kurzes Meinungsbild, einfach wer Lust hat mitzumachen. Würde mich mal interessieren, was ihr da so annehmt. In dieser Richtung. Und annehmen ist ein gutes Stichwort, wenn ich meinen Apfelsaftwasser, der jetzt leer ist und die Eiswürfel sind auch schon geschmolzen, mal da wegstelle. Und wir haben ein riesiges Meinungsbild. Also ich lese es runter. 2, 0, 2, 2, 1 bis 2. Das ist so ein bisschen wie bei Toto Lotto. Könnten auch die Tipps sein für die Bundesliga über nächste Woche. Also 2, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 3. 2, 1, 1, 2, okay, also das ist das Stimmungsbild. Kaum einer, der 0 sagt, das ist erstaunlich, also ihr habt offenbar Vertrauen in die US-Wirtschaft, dass sie zumindest eine verkraftet. Danke für die rege Teilnahme. Jetzt schreibt einer 3 zu 46%, schreibt einer, ja super, dankeschön. Und Wolfgang schreibt 10. Ich sag mal so, wenn wir 10 Zinsschritte sehen würden, dann buche ich mir vorher einen Flug nach Australien, dann nach Tasmanien, gucke mir dann tasmanische Teufel an und warte ab, was so passiert bei Verwerfungen unterschiedlicher Art in allen Volkswirtschaften dieser Welt. Denn bei 10 Zinserhöhungen, glaube ich, dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Dann existieren die Volkswirtschaften de facto nicht mehr. Dann machen wir Reset. Dann gibt es Nordkorea. Einfach mal so, sage ich mal. Franz Georg, bist du bereit für den nächsten Nutzwert und für den nächsten Teil der Präsentation? Okay, können wir machen. Ich hätte jetzt gerade noch eine Kurzumfrage sogar reingestellt. Wie viele Zinserhöhungen gibt es 2016? Aber wir können das auch. Ja. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Ja, danke, danke. Echt irre. Ich hau das mal eben rein. Ja, also. Macht mal schnell mit. Ich hoffe, ich habe da keinen Tippfehler reingekloppt. Bitte 2.16. 0.1.2. Mehr geht sowieso nicht. Einfach mal abstimmen, wie immer anonym die ganze Geschichte. Hat eigentlich irgendjemand letzte Woche meine Fußballtipps für den ersten Spieltag kontrolliert? Ja, ich kann mal ganz kurz ins Kick-Tipp reingucken, weil wie viele Punkte ich da gemacht habe. Der Kollege im Westend tippt ja, glaube ich, auch munter mit. Ich weiß nicht, wie viele Punkte der gemacht hat. Moment mal, hier ist ein Fehler passiert, weil, 18 Punkte habe ich gemacht bei Kicktipp, wer Kicktipp spielt. Und das ist ein Kicktipp erweiterte DPA-Runde mit, ich glaube, 450 Leuten. Und es hatten tatsächlich 7 Leute das 6-0 der Bayern direkt richtig am Freitag. Da sind ein paar Profis dabei. Und da ist auch ein Superguru dabei, muss man sagen, aus 450 Leuten. Der hat letztes Jahr erste und zweite Liga-Tippkick-Runde gewonnen. Unglaublich. Unglaublicher Typ. Ich glaube, Nürnberg-Fan, der hat es auch verdient, weil die hatten es ja nicht leicht. Okay. Franz Georg, möchtest du die Umfrage? Ja, guck dir das an. 51% mit einem Zinsschritt. Okay, kann man sich anschließen.
würde ich aus meinem Bauchgefühl sagen, gibt es auch noch. Sie wird es im Dezember wahrscheinlich machen, wenn wir in den USA Frau Clinton aus dem Weißen Haus lächeln sehen. Dann könnte es vielleicht im Dezember mal zu einer Zinserhöhung noch kommen. 2 mit 5%, ja, war klar gewesen. 44% mit 0, aha. Aber angesichts dieses Eiertanzes der FED wenig überraschend. Also, ja, eindeutig ist die Geschichte noch nicht, aber ich finde, kann ich mich anschließen mit der knappen Mehrheit. Okay, sehr gut. Wir lassen jetzt nicht abstimmen, wie groß die Wahrscheinlichkeit, ob es eine Fusion Deutsche Bank, Commerzbank gibt, weil so viele 0% wollen wir nicht hören. Aber gucken wir mal zurück in die Präsi, denn es ist ja gute Tradition in der Finanzmarktrunde, dass wir, und ich gucke gerade mal in die Fragebox rein, ob wir noch irgendwas da drin haben. Jetzt schreibt einer, wie sieht es mit einem Minuszinsschritt aus? Ja, hätte man eigentlich auch fragen können. Berechtigter Einwand. Das überlegen wir uns fürs nächste Mal, ob wir das vielleicht machen können. So, jetzt gucke ich mal in die Fragebox hinein, ob noch alle Leute drin sind. Genau, also, ich habe nämlich noch etwas vorbereitet, und zwar zu Apple. Es ist ja schon gute Tradition in unserem kleinen Webinar, dass wir auch etwas, sage ich mal so, uns mit der Steuerproblematik in der EU beschäftigen. Und ich habe die mallorquinischen Schweine mal neben Apple gepackt, und wer mich kennt und meine Einstellung zu Konzernen, die sich der Besteuerung und der Verpflichtung zur Allgemeinheit entziehen, passt das ganz gut zusammen, Apple und Schweine, denn das ist eine Sauerei, was Apple macht. Man hat, glaube ich, seine Steuerquote so weit gedrückt, dass man auf 50 Millionen Gewinn einen Euro Steuern gezahlt hat in Irland. Und der Kollege Vogel bei NTV hat einen sehr schönen Kommentar dazu geschrieben heute, den kann ich gerne mal aufrufen. Eigentlich das, was ich schon seit Jahren sage, dieses asoziale Gebaren muss endlich aufhören, und es ist eigentlich ein Wahnsinn, dass es erst jetzt so richtig hochkocht. Und es ist auch keine Steuerflucht. Dieses Wort Steuerflucht ist total albern. Nein, das ist asozialer Betrug, sonst gar nichts, legitimiert von der Politik und unterstützt von der Politik. Da gibt es auch gar nichts zu beschönigen, und das ist auch nicht irgendwie Steueroptimierung oder wie das alles heißt. Nein, es ist einfach asozial. Es ist einfach asozial. Es gibt bei Apple jetzt noch diesen Bonuspunkt, dass sie wahrscheinlich sogar über diese Nummer in den USA dann sogar noch einen Profit haben, weil sie ja über die 13 Milliarden, die dann weggehen würden, in den USA weniger Steuerlast haben, ist aber auch vollkommen wurscht. Irland hat schon gesagt, dass sie die möglicherweise gar nicht eintreiben bei Apple, was eigentlich nur zur These führen kann, dass man sagen muss, okay Irland, dann werden wir von allen Töpfen in der EU abgeklemmt, und guckt bitte alleine, wie ihr klarkommt. Ich darf mal erinnern, das Land war nach der Finanzkrise eins der, denen es am schlechtesten ging, und eigentlich wäre es auch besser, würde es ihnen heute noch so schlecht gehen. Das wäre ihnen zumindest zu wünschen, denn was die machen, entbehrt wirklich jeder Grundlage. Und dass die EU jetzt erst auf die Idee kommt, dass Konzerne vielleicht genauso Steuern zahlen sollten wie jeder, der hier im Webinar ist und normal arbeiten geht und dessen Spitzensteuersatz weit unterhalb der 100.000 greift, ist eigentlich unfassbar, dass das erst zu spät hochkocht. Aber offenbar hat Jean-Claude Juncker und seine Bande da jahrelang gute Arbeit geleistet, dass man dieses Thema unter der Decke gehalten hat. Ja, und die anderen Konzerne tun da ja ihr Übriges dazu. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Starbucks in den Niederlanden, ne? Da kommt noch einiges jetzt. Genau. Das ist nur die Frage, ob jetzt die Europäer auch wirklich mal standhaft bleiben gegenüber der US-Politik, die ja schon wieder da mit scharfen Bandagen schießt. Naja, wir kennen das Spielchen. Ja. Genau, wir kennen das Spielchen, aber im Endeffekt sollte natürlich jede Regierung, sowohl in den USA als auch in Deutschland, am Ende interessiert sein, dass überhaupt Steuern gezahlt werden. Sonst können wir eigentlich auch die komplette Finanzierung von Volkswirtschaften da einfach Stiftungen übergeben, und dann kann Apple entscheiden und Facebook und wie sie alle heißen, ob wir U-Bahn bauen, Unis, Altenheime oder was auch immer. Dann kann man ja so sagen, das ist uns genehm und das ist uns nicht genehm. Und wenn dann Rentner halt nicht spuren, dann kriegen sie halt kein Geld mehr. Das würden sich vielleicht manche Konzernlenker so wünschen. Tim Cook hat ja auch schon gesagt, dass er das total asozial findet, wie man da jetzt mit Apple umgeht, und dass er das überhaupt nicht verstehen kann. Aber vielleicht ist das auch vielleicht einfach so ein Gen, dass diese Unternehmenslenker in sich drin haben, so die Winterkorns dieser Welt und die Andrew Janes und die Cooks und die Zuckerbergs, dass da so ein bisschen, ja, so ein Gen drin ist, dass die
Allgemeinverantwortung, was früher Unternehmenslenker mal hatten, ganz früher so in diesen Jahren 50er, 60er, 70er und 80er noch, dass das einfach raus ist. Vielleicht können die gar nichts dafür, vielleicht ist da so ein Asozialgen bei denen drin. Könnte ja durchaus sein. Wir werden den Fall weiter verfolgen und das wird bestimmt noch ganz amüsant mit Apple und Co. Und kommen dann natürlich auch zum nächsten Bursche, nicht zu ihm, sondern zu ihm, Sigmar Gabriel, der nächste Umfaller vor dem Herrn, denn das ist schon bemerkenswert, wo wir mal 10 Minuten keinen Nutzwert machen. Franz-Georg, erinnerst du dich noch? Ich glaube, es war in Davos, als er mitgeschnitten wurde und gesagt hat, dass die Deutschen, ich weiß nicht, was das war, so ein bisschen weicheierig wären und so, als es um TTIP ging. Damals hat er TTIP total verteidigt. Jetzt merkt er, oh, wir haben ja nur noch ein Jahr bis zur Wahl und ich komme ja gar nicht so richtig geil an und werde eigentlich links und rechts überholt. Jetzt tue ich mal so, als wäre ich von Anfang an gegen TTIP gewesen und als wäre ich sozusagen der Anwalt der kleinen Leute. Ich fand Gabriel schon immer schlecht, muss ich sagen, aber jetzt finde ich ihn wirklich auch erbärmlich. Das ist wirklich ganz, ganz furchtbar erbärmlich, was der Mann abliefert. Und jeder, der der SPD irgendwie nahesteht, muss sich eigentlich schämen, dass der Typ da ist. Und jetzt erklärt er, dass TTIP an den Amerikanern liegt und dass die nicht genug mitgearbeitet hätten. Nee, es liegt daran, dass das Zeug null transparent ist, dass die Leute überhaupt nicht informiert und mitgenommen wurden, dass man da einfach keinen Bock hat auf dieses Geklüngel. Und dass er Teil des Problems und nicht der Lösung ist. Und wie der jetzt agiert, oh mein Gott, das ist wirklich krass. Und da kann man ja fast sogar noch hier den Amerikaner verstehen. Der Gabriel da kritisiert zwar aus anderen Gründen, aber mein Gott, weniger Rückgrat kann man ja gar nicht haben. Da lobe ich mir wirklich Gerhard Schröder in der Kanzlerrunde mit ein bisschen alkoholischem Hintergrund. Da war sogar da noch mehr Rückgrat. Das muss man wirklich sagen. Kennst du sicherlich auch, nur ein kurzer Einwurf für alle diejenigen, die jetzt so in TTIP und so weiter nicht ganz drin sind, fand ich herrlich. Die Anstalt aus dem ZDF vom 24. Mai, die Jungs haben das richtig schön aufgezeichnet. Ja. Also ich habe es gerade einfach mal gesucht, einfach googeln, die Anstalt, TTIP, da gibt es noch das Video, ja. Unbedingt anschauen. Mit der EU-Handelskommissarin und so weiter, ganz, ganz klasse nachgespielt. Ich glaube von der einen, die auch in der Heute-Show, glaube ich, immer dabei ist, dass man... die Anschalt ist ohnehin super, aber das war auch eine ganz, ganz klasse Folge und ich glaube, Cecilia Malmström heißt die Dame. Das war ganz toll gespielt und aufgeführt, wie das rund um TTIP so funktioniert. Hier haben wir übrigens, Mensch, also eins muss man eher schon lassen, wo wir eben bei Zinserhöhungen waren. Die Jackets von Janet Yellen sehen irgendwie geiler aus als die von Angela Merkel. Da kann man nichts sagen. Und auch Haarfarbe und Jackett passen. Eigentlich ganz cool. Sie erinnert mich natürlich mit ihrem Stehkragen ein bisschen an unsere ehemalige Chefin Franz-Georg, aber das wissen nur diejenigen, die alte Videos von Börse Online noch kennen und da wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Hier noch zwei Bilder aus Berlin, ehe wir dann wieder zu den nächsten Aktien kommen und ehe du dir dann mal kurz Apple anguckst. Geschossen am Wochenende in Berlin, sehr schönes Bild hier, Don't Work for Assholes. Am nächsten Wochenende ist die Startup Night in Berlin. Und da habe ich mich gefragt, wenn man da unten mal reinguckt, da, Deutsche Bank, wissen die, dass sie diesen Bülow mit Sponsoren, nee, das heißt gar nicht Bülow, das heißt Litfaßsäule, diese Litfaßsäule mit Sponsoren und da drauf steht, Don't Work for Assholes, Startup Night Berlin. Das ist irgendwie was, ich erkenne da noch, ich glaube, das ist eine Uni, E.ON erkenne ich noch. Kann auch ein bisschen Selbstironie sein. Und dann in der U-Bahn am, ich glaube, das war Neulendorfplatz, sind die alten Fotos der Untergrundbahn der U-Bahn. Und da sieht man, die Deutsche Bank, es ist nicht alles verloren. Denn vieles geht, aber manches bleibt. Deutsche Bank, ein Bild um die Jahrhundertwende, auch da war sie schon da. Also die Hoffnung nie aufgeben. Es ist alles Satire hier und die Deutsche Bank wird auch bleiben. Da sind wir ganz sicher. Und Franz-Georg, fotografiert mit dem iPhone 6S am Alex. Damit, Bildschirm zu dir, Chartanalyse zu Apple, bitte. Okay, warte mal. Zack, noch ein Klick. So, was du da gerade eben ja schon mal ein paar Mal durchgeklickt hast in deiner tollen Präsentation, wird hier jetzt auch hoch aufgelöst. Zwar die Geschichte hatte ich euch auch vor einigen Wochen, vielen Monaten, wann auch immer mal gezeigt, und zwar die schöne Sache, dass man bei Apple mit der Aktie sehr gut eigentlich auf der Long-Seite
was spielen kann. Vor Veröffentlichung oder Weltpräsentation, hört sich immer besser an, eines neuen iPhones war es in der Vergangenheit immer sehr lukrativ gewesen, die auf steigende Kurse zu setzen. Ich habe hier die letzten großen Termine mal eingetragen, iPhone 6, 5, 4 und 3G, also seit 2008. Und immer in den Wochen zuvor, das hier ist ein Wochenchart, kam es wirklich zu ganz schönen Kursgewinnen bei Apple. Dann kann man hier also durchaus mal schnell schauen. Das waren 45% gewesen, 20-30% und auch in der vergangenen, jetzt im Frühjahr, im Frühsommer, legte die Apple-Aktie auch wieder ganz gut zu und das gleiche Spielchen hat sich hier sehr schön wiederholt. Also, wenn Apple 2007 das nächste iPhone rausbringt und sie werden ja nicht pleite gehen an den Zahlungen an Irland, falls sie denn überhaupt erfolgen, mal wieder das gleiche Spielchen machen. Ich werde euch informieren, wenn es dann wieder spannend wird bei der Apple-Aktie. Das auf jeden Fall hier für Trader und mittelfristige Anleger eine ganz gute Geschichte. Gucken wir uns den Chartverlauf an, hier den Tageschart. Es hat sich jetzt leider immer noch nichts geändert. Ich bin und bleibe wirklich kein richtiger Apple-Fan mehr. Ich habe auch kein Apple-Produkt. Die Egmont Aktie oder hier, Apple? Na, Egmont, Egmont ist ganz nett, da kann man nichts gegen sagen. Hat super Tomaten, hat geniale Kirschen. Er ist übrigens in Urlaub in Frankreich, falls sich jemand wundert, warum die Laune im Typ so bullig und so gut ist. Egmont ist im Urlaub. Aber ich habe gehört, er kommt nochmal wieder, ne? Oh, ja, passend dann zum Marktabsturz. Genau. Also, Apple. Also was gut gewesen ist hier, Rückeroberung der 200-Tage-Linie, hier die violette Linie, das war ganz gut gewesen. Was er nicht geschafft hat, hier über die 112 Euro, also über das April hochzusteigen. Von daher, für Apple ist für mich so eine Aktie, die läuft schön seitwärts. Wir sind jetzt eher wieder an der Oberseite angekommen. Die Unterseite dieser Begrenzung ist bei 90 bis 92 Dollar ungefähr, die Oberseite bei 112 Dollar und vorerst ist einfach hier die Aktie in diesem Rechteck gefangen. Erst wenn sie darüber ausbrechen sollte, käme neue Kursziele im Bereich des möglichen 123 oben bzw. 73, 75 unten ungefähr, wenn die Unterseite verletzt wird. Aber vorerst, wie gesagt, es ist diese iPhone-Fantasie weg. Am 7. ist, glaube ich, der Termin jetzt angesetzt, wo Tim Cook da das beste iPhone aller Zeiten präsentieren wird. Ich glaube, das wird ein Doppelgänger im Quadrat. Der beliefert einfach nicht, der Junge. Also er verspricht ständig, er hat super Produkte in der Pipeline und da kommen ganz tolle Ideen. Das höre ich inzwischen seit Monaten. Was macht eigentlich die geile Uhr? Die ist stehen geblieben, oder? Ja, ich weiß nicht, was. Man veröffentlicht ja sowieso schon keine richtigen Zahlen dazu. Das war sicherlich auch ganz gut gewesen. Also, ja, solange er da nicht wirklich endlich mal was auf die Bühne rollt, Stichwort Auto oder, keine Ahnung, irgendwas Neues, wo man sagt, jawohl, das ist es. Das wird das Smartphone ablösen, denn wisst ihr ja alle, das iPhone steht für 70% der Umsätze bei Apple immer noch. Also ein ziemliches Risiko ist da drin. Solange wird auch die Aktie nicht nach oben durchstarten, das ist einfach so. Und erst wenn da wirklich Tim Cook mal wieder was liefern wird, dann sehen wir hier auch einen schönen Aufwärtsimpuls. Von daher seitwärts gerichtet. Ende und aus. Okay, dann, wenn du bei Apple schon so wenig Mut hast und so weiter, dann kommen wir doch mal zum großen Markt. Kannst du mal ganz kurz sagen, was hältst du eigentlich von der Nasdaq und vom S&P? Wie siehst du denn die beiden? Vor allem, wie siehst du denn die Nasdaq? Erzähl. Boah, die Nasdaq. Nasdaq auf jeden Fall interessanter. Ich muss mal eben gucken, warte mal, jetzt müssen wir den Chart rausholen. Dann sind wir schneller. So, Nasdaq hat sehr, sehr gut aufgeholt in den vergangenen Wochen. Aber ich habe für eigentlich einen besseren Chart vorbereitet. Entschuldigung. Das war Übersicht, das war jetzt dieser Überraschungseffekt gewesen. gemein, aber immer wieder der Fall. Nasdaq, wie gesagt, schön eigentlich hier das 2000er Hoch auch rausgenommen. Das war ein sehr gutes Signal schon mal gewesen. Das war bisher immer so die Begrenzung auf der Oberseite, wo man sagt, naja, wir sind immer noch unter dieser Tech-Bubble drin. Aber das haben jetzt zumindest mal die US-Technologie-Aktien rausgenommen. Und es war in der Vergangenheit häufig so gewesen, dass die Technologieaktien eine längere Aufwärtsbewegung angeführt haben, wenn sie denn zu einer Outperformance neigten. Das haben wir, wie gesagt, sehr schön hier gesehen. Das hier sind jetzt alle wichtigen Indizes in den USA. Hier unten ist der Nasdaq, die Nasdaq, die S&P 500 in der Mitte und der Dow Jones. Die Blue Chips tendieren seitwärts, hatten wir auch zuletzt mehrfach gesagt. Okay, Bewertung ist ein altes Argument langsam, aber
Es findet einfach so eine kleine Rotation in Richtung, Gottes Willen, der europäischen Aktien, in Richtung der europäischen Aktienmärkte statt. Deshalb haben wir ja auch zuletzt mal so eine kleine Outperformance des DAX gegenüber dem S&P gesehen. Der Nasdaq, nochmal hier, also deutlich stärker gestiegen zuletzt als die Blue Chips in den USA. Das ist schon mal ganz gut. Allerdings sind jetzt auch so ein paar Schwergewichte wie eine Facebook, wie eine Google noch nicht auf neue Verlaufshoch ausgebrochen, sondern die halten sich auch noch knapp darunter. Das sollte man im Blick behalten. Was machen wirklich die Schwergewichte? Wenn die auf dem Hoch ausbrechen, dann dürfte auch der Gesamtindex nochmal durchstarten. Aber du hast es ja schon angesprochen, jetzt kommen wir leider in diese saisonal etwas schwierige Phase rein. Normalerweise ist die sehr, sehr schwierig. Wenn man da etwas genauer hinschaut, sieht es auch wieder ein bisschen besser aus. Also der September, den würde ich nochmal unter strenger Beobachtung halten. Ich möchte zwei Charts noch kurz zeigen. Einmal zum US-Markt. Du hattest mich ja gebeten, da eine Tendenz abzugeben. Ich sage ganz einfach, das ist eine Geschichte Hillary Clinton versus Donald Trump. Dieser Chart sagt letztlich alles. Wenn Frau Clinton das Rennen macht, danach sieht es im Augenblick aus, dann sind die Chancen zumindest mal für eine Herbst- und Weihnachtsrallye, ja, das Endrallye zusammengefasst, ganz gut. Darf ich mal ganz kurz was einwenden? Ja. Ich hatte vor 4 Wochen, und da sieht man, dass es mit den Wahlen auch durchaus noch interessant werden kann. Ich hatte vor 4 Wochen da mal darauf hingewiesen, ich glaube, Franz-Georg, da warst du auch dabei, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte bei gerade FMC und Fresenius, wenn Clinton gewählt wird oder wenn das wahrscheinlicher wird. Und sie hat ja letzte Woche ein paar Aussagen gemacht zum Gesundheitssystem und an dem Tag hat es bei FMC so richtig gerappelt. Also passt vor allem bei den beiden Aktien auf, wenn ihr die mit CFDs handelt oder auch im Majondo-Portfolio drin habt. Das kann durchaus mal, ohne dass es da operativ Probleme gibt, mal rappeln, denn da hängt viel Politik dran und wenn der Druck da groß ist, man darf nicht vergessen, Hillary hat ja Bernie Sanders als Vizepräsidentenkandidat da noch bei sich und da könnte schon Druck drauf kommen, dass man auch sagt, man nimmt die Gesundheitskonzerne ein bisschen an die Kandare, nicht nur die Banken und die Finanzwirtschaft und dass man da bei den Margen mal ein bisschen reinholzt und das würde gerade Fresenius FMC betreffen, also wäre ich mal so ein bisschen grundvorsichtig, nur mal zum Reingeben und zur Erklärung, warum da vorletzte Woche auch ein bisschen Unruhe war. Ja, vollkommen richtig, super Einwurf. Also Biotech hat sie ja gesagt, da ist viel zu viel Marge drauf. Sieht man hier auch sehr schön, Nasdaq Biotech Index, vor allem eine 200-Tage-Linie hier, der hält überhaupt nicht mehr der Index selbst mit dem Gesamtmarkt mit, sondern ganz im Gegenteil. Also hier sind deutlich schlechter sich entwickelt. Hier gab es übrigens die ersten Äußerungen, so im Sommer vergangenen Jahres, da hatte sie schon mal sowas angedeutet, dass beziehungsweise hier eher so gegen Ende des Jahres, dass man da wohl beim Biotech-Sektor, falls sie an die Macht kommt, dann genauer drauf schaut. Übrigens Novo Nordisk auch ein super Defensiv-Play eigentlich immer gewesen, lief super, aber auch seit mehreren Monaten schon mit Problemen. Mhm. BB Biotech werde ich auch oft gefragt, die gleiche Geschichte, auch die kommt nicht mehr richtig ins Laufen. Also da muss man extrem vorsichtig sein, Biotech-Aktien ausgenommen. Aber hier der Gesamtmarkt zumindest mal für den Dow Jones, also wenn die anführende Partei gewinnt, die grüne Linie und dann mit Hillary Clinton, sieht es ganz gut aus. Donald Trump wäre die blaue Linie, das heißt ein Machtwechsel, anführende Partei verliert, dann sehen wir zumindest mal häufig in der Vergangenheit, September und Oktober wird dann sehr, sehr schwierig. Die ganzen Jungs in den USA, jetzt enden ja die Sommerferien, dann haben wir jetzt noch am Montag den Feiertag, aber dann kommen die aus dem Urlaub zurück. Und ich gehe davon aus, dass dann nochmal dieses Thema Präsidentschaftswahlen, dann werden wir ungefähr wie jetzt bei den Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung jeden Tag irgendwelche neuen Umfragewerte reinkriegen. Und das könnte so ein bisschen dann nochmal für neue Unsicherheit sorgen. Wenn da Herr Trump nochmal ein bisschen aufholt, wird es etwas schwieriger. Aber jetzt nochmal auf diesen September zu sprechen zu kommen, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich zoome hier mal ein bisschen rein, damit man es erstmal besser sieht. Der September hier, da sieht man es. Seit 2004, das hier ist die Performance-Tabelle für den DAX, ist eigentlich der September richtig gut gewesen. Es gab nur 3 Jahre, wo wir negativ waren, 2008, 2011, 2015. Damit ist der September in den vergangenen 12 Jahren ähnlich gut gewesen beim DAX wie der Dezember und der November. Okay. Also das ist ein deutlicher Unterschied. Das heißt ja immer hier September-Crash und so weiter. Ja. Diese ganzen negativen Durchschnittsberechnungen, die rühren einfach hier von diesen langen Verlustserien zwischen 1989 bis 2003. Aber seit 2004 fällt die Bilanz für den September deutlich besser aus. Der sogenannte Nachwendeschock. Nein, kleiner Spaß. Nee, weißt du, ich
Die Sonne scheint über Deutschland. Man kann doch jetzt hier nicht sagen, die Märkte gehen unter im September. Das geht doch nicht. Auf gar keinen Fall. Und damit nehme ich mir nochmal den Bildschirm, denn ich habe noch einen Einwand. Wir müssen ja pünktlich Schluss machen. Wir haben 57. Zwei Minuten machen wir Schluss wegen des anderen Webinars. Denn der Rauschmeister ist heute Markus Lanz, der wieder auf Sendung ist. Der hat ja irgendwie überhaupt keine Sommerpause, der arme Kerl. Dabei ist er ja frisch gebackener Vater. Der muss sich doch auch immer um sein Kind kümmern. Was ist denn da überhaupt los? Auf jeden Fall, gestern Abend schaue ich Markus Lanz. Und da ist jemand da und philosophiert doch tatsächlich über Cannabis-Aktien und so. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es krass. Wie unfair. Erstens mal war das total unfundiert und zum Zweiten hätten da eigentlich Benji und mein Bruder sitzen müssen, denn da fiel mir ein, Cannabis-Aktien, ey Leute, das ist ein alter Hut. Hier, 17. Januar 2014 haben wir darüber geschrieben. Ich erinnerte mich nämlich und Investoren wird ein großes Geschäft, Cannabis-Aktien werden high, was für eine sensationelle Überschrift, die gibt es eigentlich ins Phrasenschwein, aber damals waren diese Cannabis-Aktien das erste Mal der richtig heiße Scheiß. Reich werden mit Kiffen. Und ja, das gestern Thema bei Markus Lanz oder Mirko Lanz, wie seine Freunde ihn nennen. Und ja, hätte eigentlich auch die Frage an uns gehen können, Mensch, Franz Georg, und hätten wir da mit dem Team gesessen bei Markus Lanz, Werbung für Ayondo, Werbung für uns, Werbung für Chartanalyse, es wäre alles drin gewesen und wir hätten das Ding einfach zur Finanzmarktrunde umfunktioniert. Hätte Fahrradkette. Genau. Ein Spruch, der jeder Deutsche Bankaktionär kennt. Ja, mit diesem kleinen Schwenk zu Markus Lanz, bitte immer dran denken, wenn ihr Markus Lanz guckt, denkt immer an uns. Und damit beenden wir heute mehr als pünktlich. Und jetzt kam noch die Frage, was ich am Nollendorfplatz mache in Berlin. Ich war da Eis essen. Jones Eisdiele heißt die, glaube ich. Geht mal hin. Sehr, sehr lecker. Kann ich wärmstens empfehlen, super Matcha-Eis und Grüntee-Eis und überhaupt alles tolles Eis. Alter Berliner Westen, unbedingt mal vorbeischauen. Soweit die kulinarischen Empfehlungen, weitere dann nächste Woche. Und da schreibt jemand, ist nicht geschmolzen? Nein, ist nicht geschmolzen. Jetzt schreibt jemand Schmulenviertel? Das weiß ich nicht. Aber das schreibt auch Dachsputt. Das passt nicht, Dachsputt gerade. Also, macht's gut, ab ins andere Webinar und bis morgen oder bis die Tage. Guckt bei uns vorbei. Bis dann.